Gestern Abend fand der 7. Neujahrsempfang der Gemeinde Sylt im Rathaus in Westerland statt. Traditionell hält der Bürgermeister eine Rede, in der das letzte Jahr reflektiert wird. Nicolas Heckel musste dem Schülersprecher Martin Röttger Rede und Antwort stehen. Den vielen Zuhörern erläutert er die positiven und negativen Seiten im Amt. Und das, denke ich, kann man auch nicht mit allen gut klarkommen. Wir müssen uns in vielen Bereichen arrangieren, um dann gut klarzukommen. Aber dazu gehört auch wieder Reibung. Reibung erzeugt Wärme und die kann natürlich wieder bis in der Jahreszeit hier zum Auftauen beitragen. Aber mit allen klarkommen werden wir nie. Das können wir als Menschen generell nicht mit allen Menschen immer gut klarkommen. Aber ich bin bemüht, einen guten Ton zu haben, zuzuhören und versuchen, zu überzeugen und zu verstehen. Das Wetter verspricht nach einem milden Wochenende nächste Woche wieder bitter kalt zu werden. Schnee, Sturm und Minusgrade müssen alle Sylter und Urlauber erwarten. Der Meteorologe Bernd Matlena von wetter.com erklärt diesen erneuten Wintereinbruch. Ja, es kommt immer darauf an, wo der Wind herkommt. Wir hatten, wie gesagt, den Dauerfrost mit dem eiskalten Ostwind aus Russland. Jetzt kommt vorübergehend die Luft vom Atlantik, wo es ja relativ mild ist um diese Jahreszeit, so 10, 15 Grad plus. Ein Teil dieser Warmluft kommt zu uns, aber nicht die volle Warmluft, denn ja, die Kaltluft ist halt doch relativ nahe. Und wenn der Wind im Laufe der nächsten Woche wieder auf Nord dreht, wird die Luft wieder vom Polargebiet angezapft und ist dementsprechend kalt.